Ja, liebe Janine, du weißt ja, wie ungern ich Wiesbaden verlasse, wie ungern ich diesen schönen großen Schreibtisch verlasse und viele Zeitungen ausbreiten kann und auch mal in den Sportteil gucken, stundenlang Zeitungen lesen, wie das halt die Pressesprecherinnen und Pressesprecher hier im Haus machen. Aber es geht jetzt darum, die letzten 13 Jahre Revue passieren zu lassen. Und da suchen wir jetzt verschiedene Stationen und verschiedene Menschen auf. Dezember 2007, Januar 2008, Landtagswahlkampf in Hessen, die Hessen-CDU im Rote-Socken-Modus plakatierte damals das: Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen. Einer, der damals nicht zu stoppen war, erinnert sich. Ja, liebe Janine, das ist wirklich so, dass ich sehr dankbar bin, mit dir gemeinsam den Wunsch von Roland Koch erfüllt zu haben, dass wir 2008 als Kommunisten nach 56 Jahren Dissidenz wieder eingezogen sind. Also das war ein Wunsch, den sich der Roland Koch ausgemalt hat und auch plakativ deutlich gemacht hat, dass wir dann gemeinsam eingezogen sind in dieses hessische Parlament und auch über die Jahre stabil im Grunde genommen unsere Position dort vertreten haben. Dazu hast du einen großen Beitrag geleistet und sicherlich dafür gesorgt, dass also die Einheitlichkeit dessen, was wir geschaffen haben als Linke in Hessen, eine solche grundlegende, klare Position war. Dafür bin ich dir sehr dankbar, dass wir das jetzt beibehalten und sicherlich du diese Erfahrungen aus Hessen in die Bundespolitik mitnimmst und damit dafür sorgst, dass die Linke tatsächlich das Gewicht bekommt, das ihr zusteht. Und wir hoffen, dass wir die einheitliche Arbeit, die wir hier in Hessen entwickelt haben, dass wir die auf die Bundespartei dann auch übertragen können. In diesem Sinne alles Gute und viel Erfolg für dich und damit auch für uns. Wir sind jetzt hier im Plenarsaal und nach intensiver Suche in unserem gut sortierten Archiv sind wir auf ein historisches Foto gestoßen. Ich halte es mal hoch. Das ist in Schwarz-Weiß, weil es damals noch keine Farbfilme gab. Wir sehen Alterspräsident Horst Klee an seiner Seite als jüngste Abgeordnete im Landtag, Janine Wissler, heute Parteivorsitzende, und Angela Dorn, heute Ministerin. Und Angela Dorn erinnert sich. Liebe Janine, wir beide haben jetzt schon ziemlich lange gemeinsam die Parlamentsbänke gedrückt. Wir waren die jüngsten Abgeordneten, durften zweimal als jüngste Abgeordnete die konstituierende Sitzung des Hessischen Landtags eröffnen. Und wir beide haben uns das eine oder andere Mal angeschaut, wenn wir in dem Ausschuss wieder mal das Gefühl vermittelt bekommen haben, Herr junge Dame, mal schön hinten anstellen. Und ich möchte dir ganz persönlich sagen, auch wenn du leider in der falschen Partei bist, ich habe die Arbeit mit dir immer sehr genossen. Egal ob in Oppositionszeiten, in Regierungszeiten oder jetzt als Ausschussmitglied im Wissenschafts- und Kunstausschuss. Es war immer am Ende produktiv und fair. Und das ist was Besonderes. Und ganz besonders werde ich, glaube ich, die Momente vermissen nach einem langen Plenumsabend, wo man mal bei der Zigarette, bei einem Glas Wein zusammensitzt und ein bisschen darüber hinaus spricht. Das hat dich immer ausgezeichnet. Und das hat, glaube ich, auch das Verhältnis zwischen uns beiden ausgezeichnet, dass das immer möglich war und vielleicht auch mal die eine oder andere Brücke geschlagen hat bei Themen, die natürlich nicht immer einfach sind. Und insofern wünsche ich dir tatsächlich von Herzen alles Gute für deinen weiteren Weg. Für die Wahlergebnisse kann ich dir natürlich nicht alles Gute wünschen, das versteht sich von selbst. Aber ich hoffe, dass du immer mal wieder im Landtag bist. Sehen tun wir uns bestimmt, sei es in Berlin oder in Hessen. Ich freue mich drauf. Oh, mein BlackBerry klingelt. Hallo? Ja, das konspirative Treffen findet in 20 Minuten statt. Wo? Ja, Sie wissen ja, dass SPD und Grüne da sehr unter Druck stehen und die wollen nicht mit uns gesehen werden. Aber ich verrate Ihnen mal, wenn Sie aus dem Landtag rausgehen und sich dann so nach rechts wenden, dann ist es nicht mehr allzu weit. Nee, von mir haben Sie das nicht. Ich habe gar nicht mit Ihnen gesprochen. Ja, tschüss. Ja, wir stehen vor dem Haus hier, wo damals eine erste Zusammenkunft von SPD, Grünen und Linken stattgefunden hat. Die linke Delegation ging hier aus dem Landtag die 50 Meter über den Platz
bis hierher. Reinhard Kahl, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, stand oben auf dem Balkon, winkte freundlich herunter und überraschenderweise waren auch sehr viele Journalisten hier vor Ort. Eine, die damals dabei war, erinnert sich. Ja, liebe Janine, die Anfänge unserer mittlerweile schönen Freundschaft liegen in der Tat hier im Hessischen Landtag. Wobei die Anfänge ja sehr chaotisch, aufregend bis zermürbend waren. Du bist die Frau, vor der mich alle gewarnt haben. Heute wissen wir, welcher grandiose Irrtum das war. Ich glaube aber wirklich zur Zeit, dass die Politik noch durch sehr, sehr viele Irrtümer gehen wird, um zu begreifen, wie radikal der Wandel stattfinden muss. Wir haben viel zu wenig begriffen. Ich weiß, du hast es begriffen. Ich weiß es aus vielen guten Gesprächen, die wir mittlerweile miteinander führen. Und deshalb wünsche ich dir für die nächsthöhere politische Ebene viel Glück, Erfolg, Widerständigkeit, um dich einzumischen da, wo ich glaube, dass die Einmischung von dir notwendig wird. Und ich wünsche dir gute Nerven und ich weiß, dass du das gut machst und von mir auch alles, alles Gute. Wir befinden uns hier im Musiksaal des Hessischen Landtags, ein sehr schöner Saal. Hier trafen sich Janine und andere Abgeordnete und diskutierten die Bernstein-Kautsky-Kontroverse nochmal aus, beziehungsweise ob die Marburger oder Frankfurter Schule noch von Relevanz für die Geschicke des Landes Hessens ist. Und manchmal in letzter Zeit kam auch Landtagspräsident Boris Rhein hier vorbei. Dann grüßten wir ganz freundlich und prosteten ihm zu. Ja, liebe Frau Wissler, wir wissen ja spätestens seit den Glückwünschen von Manfred Penz an Sie zu Ihrer Wahl als Parteivorsitzende, dass es nicht ganz ohne Risiko ist, wenn Christdemokraten Sie überschwänglich beglückwünschen. Aber ich beglückwünsche Sie oder ich spreche Sie auch heute ja gar nicht an als Christdemokrat, sondern als Präsident des Parlaments, dem Sie mittlerweile seit mehr als 13 Jahren angehören. Und ich glaube, jeder weiß, und das muss man vor die Klammer ziehen, politisch trennen uns Welten. Nichtsdestotrotz will ich das sehr klar sagen und auch sehr deutlich unterstreichen. Ihr Weggang und Ihr Gang nach Berlin wird durchaus ein herber Verlust für den Hessischen Landtag sein. Deswegen ein herber Verlust, weil Sie schon eine beeindruckende Persönlichkeit sind, weil Sie dieses Parlament natürlich auch durch Ihre Persönlichkeit geprägt haben. Sie sind nicht nur blitzgescheit, sondern Sie sind eine der besten Rednerinnen dieses Hauses. Und bei allen Verschiedenheiten und bei allen Unterschiedlichkeiten in den politischen Ansichten war es doch immer ein Genuss, Ihnen zuzuhören, war es ein Genuss, Ihre Schlagfertigkeit zu erleben, war es auch ein Genuss, Ihren Witz und Ihren Humor in den politischen Debatten zu erleben. Deswegen wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für das raue Berlin. Und ich glaube, das steht fest, Berlin ist schon rauer als unser beschauliches Wiesbaden. Aber hier sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Und hier freuen wir uns immer wieder, wenn Sie zurückkommen. Trotzdem für Sie persönlich alles Gute in Berlin. Und wir werden Sie vermissen. Ja, wir stehen hier vor den städtischen Kliniken in Wiesbaden. Warum stehen wir hier? Weil Janine auch hier mal eine kämpferische Rede gehalten hat. Ihr war es immer wichtig, bei betrieblichen Auseinandersetzungen, bei gewerkschaftlichen Kämpfen an der Seite der Beschäftigten zu stehen. Es ist nicht umsonst so, dass zu Zeiten von Karneval, Fasching, Fasnacht Janine in Robin Hood-Kostüm unterwegs war, weil ihr der Kampf für soziale Gerechtigkeit ein echtes Herzensanliegen ist. Tja, Janine, wenn alles geklappt hat, dann machst du dich jetzt auf den Weg nach Berlin. Das ist aus meiner Sicht irgendwie natürlich eine super Sache, aber auch ein bisschen schade, weil mit dir hatten wir im Hessischen Landtag eine aufrichtige Kämpferin für die Interessen der Beschäftigten, eine Kollegin, die immer auch die konkreten Auseinandersetzungen in die parlamentarische Debatte getragen hat, die für uns immer eine super Ansprechpartnerin war. Ich habe gern mit dir zusammengearbeitet. Ich werde das natürlich auch weiter gerne tun. Aber ich sage mal, in Hessen und im Landtag wirst du uns fehlen. Wir stehen hier an der hessisch-bayerischen Grenze. Hier die Wiese, das ist Hessen.
Da hinten der Acker, da fängt Unterfranken an. Janine lag ja auch immer die hessisch-bayerische Freundschaft sehr am Herzen. Nicht umsonst hatte sie viele Wahlkampfauftritte jetzt in Bayern. Und das Tolle ist, der bekannteste Franke meldet sich jetzt auch zu Wort. Ja, Janine, da ist sie fort. Da geht sie von Hessen in die Hauptstadt nach Berlin. Viele in Hessen sagen ja, deshalb Zeit geworden. Endlich sind wir sie los, die Wissle, dass sie nach Berlin macht. Da brauchen wir sie doch auch nicht mehr, da ist sie fort. Ich finde das schade, weil wir haben uns immer so auf kleinem Dienstweg über die Grenze nach Bayern so schnell austauschen können beim kleinen Gespritzte oder Dings, was immer da war, und hatten immer schnell Kontakt und konnten. Und jetzt ist es halt Berlin. Es ist eigentlich schade. So geerdet im Rhein-Main-Gebiet war es doch ganz schön angenehm. Aber wer weiß, wie es weitergeht. Im Zweifelsfall heißt es in großen Filmen, Jane Bond will return. Bis dann. Ja, wir sind hier an der US Airbase in Wiesbaden-Erbenheim. Im Hintergrund zu sehen, warum sind wir hier? Landtagswahlkampf August 2013, Sommertour mit Janine auf den Fahrrädern, unter anderem zur US Airbase ans Haupttor. Da haben wir einige Plakate hingehängt, friedenspolitische Forderungen. Fuhren ein Stückchen weiter, auf einmal kamen zwei Polizeiwannen angebraust und kesselten die Gruppe ein. Aber Janine als Fraktionsvorsitzende bewegte nicht nur politisch was, sondern bewegte dann auch die zwei Autos wieder zur Seite nach einem kurzen Dialog mit dem Einsatzleiter vor Ort. Einer, der damals dabei war, meldet sich sogar aus dem Urlaub. Liebe Janine, in Hessen, wo es fast immer so schön ist wie hier, werden wir dich vermissen. Du hast viel bewegt in der hessischen Landespolitik mit deiner Scharfzüngigkeit, mit deinen pointierten Reden und mit deinen Sachkenntnissen in vielen Gebieten. Du hast schon im ersten Jahr im Landtag versucht, eine Regierung mit auf die Beine zu stellen durch eine Tolerierung, und wir haben vieles andere gemeinsam erlebt, vom Besuch bei den Amerikanern in Erbenheim, die sehr überrascht waren von uns, wie auf den Spuren der Flüchtlinge in Tunis, in Palermo und auf Lesbos. Und du warst bereit, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Und dazu ist ja auch nicht jeder in der Politik bereit. Das wird uns künftig hier fehlen. Jetzt aber geben wir dich leider weiter nach Berlin. Ja, liebe Janine, das eine Leid des anderen freut. Wir freuen uns auf dich. Herzlich willkommen in Berlin und lass es ordentlich krachen dort. Wir sind hier in dem Raum des Hessischen Landtags, in dem einst der NSU-Untersuchungsausschuss tagte. Er hatte die Aufgabe, eine der schlimmsten rechtsterroristischen Terrorserien der Bundesrepublik unter die Lupe zu nehmen und mögliches Behördenversagen aufzuklären. Eine Opferanwältin im NSU-Prozess in München war Seda Başayıldız. Sie hat ebenso wie Janine Morddrohungen, Drohschreiben eines selbsternannten NSU 2.0 erhalten. Liebe Janine, vielen Dank für deine großartige Unterstützung in den letzten Jahren. Vielen Dank dafür, dass du dich für mich, aber auch vor allem für meine Familie so engagiert hast. Wir werden dich in Hessen sehr vermissen, Janine. Gleichwohl wünsche ich dir für deinen weiteren Lebensweg in Berlin vom Herzen alles erdenklich Gute. Pass auf dich auf und vergiss uns nicht. Männer mit Bart sind im Hessischen Landtag durchaus noch anzutreffen. Tja, Janine, jetzt ist es soweit. Seit 2003 arbeiten wir politisch zusammen. Zunächst bei der WASG, dann haben wir die Linke in Hessen mit aufgebaut und seit 2008 sitzen wir zusammen im Hessischen Landtag. Nachdem die Bevölkerung gesagt hat, mir stinkt's zur Regierung Koch, sind wir dann eingezogen und haben gleich für neue Mehrheiten hier im Hessischen Landtag gesorgt. Damals standen wir vor dem Tor mit diesem Transparent. Wir sind gekommen, um zu bleiben, und das haben wir auch eingelöst bis heute, und das wird auch sicher weiterhin so sein. Die erste Fraktion
bestand lange aus 6 Mitgliedern. Unvergessen deine erste Rede zum Abbau der Studiengebühren, zur Abschaffung. Das wir ja in 2008 dann gemeinsam mit SPD und Grünen auch geschaffen haben, als Auftakt, um das dann auch in allen anderen Bundesländern wieder abzuschaffen. Unvergessen auch unsere Auftritte im Hessischen Landtag, zum Beispiel zur Unterstützung des Bildungsstreikes. Unvergessen auch unsere Solidaritätshütte im Kelsterbacher Wald 2008, die einzige Hütte, zu der jemals in der Welt eine Regierungserklärung abgegeben wurde von der Regierung Koch. Aber wir haben auch in 2010 im Landtag gegen die Schuldenbremse protestiert und haben uns dafür sozusagen den Sitzungsausschluss eingehandelt. Aber ich glaube, das war es wert an dieser Stelle. Wir haben immer schon auch mit anderen Fraktionen gegen Nazis und Neonazis demonstriert. Und hier sind wir geschlossen als Fraktion 2010 nach Dresden gefahren und mit anderen Fraktionen, mit der Bundestagsfraktion, mit der Thüringer, mit der sächsischen Fraktion zu verhindern, dass die Nazis durch Dresden laufen, was uns auch gelungen ist. Unvergessen natürlich auch die Blockupy-Demonstration, insbesondere die zweite Demonstration in 2013. Und dazu muss ich auch diese Brille aufsetzen, die ja von dir stammt und die meine Ausstattung damals bei dieser Protestdemonstration war, weil die Polizei sagte ja, Schirme und Brillen seien Vermummung und Bewaffnung. Und dagegen haben wir tausendfach protestiert. Ja, wir waren auch in Biblis aktiv zur Abschaltung des Kernkraftwerkes, hier bei einer großen Protestdemonstration oder wir haben uns auch immer dafür engagiert, dass ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu uns gehören, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung. Wir haben zusammen im NSU-Untersuchungsausschuss viel aufgemischt und gearbeitet. Wir sind nie in die hessische Landesregierung eingezogen. Ja, das haben andere verhindert. Aber wir haben auch gut gefeiert, zum Beispiel hier unsere Weihnachtsfeier, wo du alle Geschenke besorgt hast, alle verpackt hast und dann natürlich auch als Engel uns erschienen bist. Danach gehört es immer dazu, zu spielen, wer bin ich? Und das hat die Sache dann oder die Veranstaltung noch abgerundet. Ja, liebe Janine, du bist und bleibst unsere Sprecherin, in jedem Fall. Und ich wünsche dir ganz persönlich ganz viel Glück in deiner neuen Funktion auf der Bundesebene als Parteivorsitzende und auch als Bundestagsabgeordnete. Und dieses Schild, das hing ja jahrelang hier bei uns im Flur, das möchte ich dir auch ganz persönlich sozusagen schenken, weil es zeigt eins ganz eindeutig, mit der Linken geht es aufwärts. Alles Gute. Ja, liebe Janine, über 13 Jahre hier im Mittelbau des Hessischen Landtags hinter dieser Tür, in Plenarwochen, durchaus auch mal spät abends oder auch nachts. Jetzt ist Zeit, Abschied zu nehmen. Liebe Janine, ich wünsche dir einen guten Start in meiner alten Heimat Berlin. Du packst das mit links. Ja, liebe Janine, vielen Dank für die schöne Zeit hier in der Hessischen Landtagsfraktion, die wir gemeinsam verbringen durften. Viel Erfolg jetzt in Berlin bei deiner neuen Aufgabe. Ich glaube, Berlin braucht dich. Du musst da mal ordentlich was wachrütteln. Ja, was wir aber noch nicht geklärt haben, ist, wer ist denn in Zukunft eigentlich das Engelchen und der Robin Hood in der Fraktion? Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Mach's gut. Liebe Janine, vielen Dank für die letzten 2,5 Jahre hier im Hessischen Landtag. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mach's gut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, von mir vielen Dank für die letzten über 10 Jahre mit dir. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, du machst in Berlin so weiter. Komm gut an. Ja, mach's gut, liebe Janine. Es waren 13 tolle Jahre mit dir hier auf Station. Aber wer wird wohl in der Bundestagsfraktion für deine Schokis sorgen? Da mache ich mir ehrlich Gedanken drüber. Liebe Janine, ich hoffe, du hast in Berlin mindestens so viele Schränke wie hier, damit du weiter so umfangreich arbeiten kannst und viel Kraft bei den ganzen Plänen. Okay.
Liebe Janine, es war total super, hier noch mit dir zusammenzuarbeiten. Ich habe ja gehört, du fährst total gerne Rad. Das sollte doch in Berlin auf jeden Fall besser gehen als in Wiesbaden. Also in dem Sinne, gute Fahrt und viel Spaß im Bundestag. Hey du, alles Gute in Berlin und starke Nerven. Und wenn du magst, schicke ich dir gerne den Pressespiegel ausgedruckt für einen Monat hinterher, damit dein Archiv gut gefüllt bleibt. Ja, wenn jemand gelernt hat, wie man mit knappen Ergebnissen super Politik in der Opposition machen kann, dann du. Und keiner beneidet dich um die Aufgabe, die vor dir liegt, aber ich glaube, du wirst den Laden auf Vordermann bringen. Hey Janine, bist ja noch hier. Alles Gute, mach's gut, ne? Ciao, wir sehen uns. Und hast du eigentlich die Frankfurter Rundschau mitgenommen schon wieder? Tschüss und viel Kraft in Berlin. Hi, jetzt ist es soweit, jetzt musst du gehen. Wir sind sehr traurig darüber, ich bin sehr traurig darüber. Ich wünsche dir alles Gute in Berlin und weiterkämpfen. Hey Janine, das ist schwierig, dass du gehst. Aber wir brauchen dich in Berlin. Und Berlin ist Dufte, Berlin ist Knorke. Du schaffst das. Hey Janine, deine nächtlichen Schritte auf dem Flur werden mir hier fehlen, wenn man bis frühmorgens noch die Reden für die Plenarwoche schreibt. Wer kümmert sich jetzt auch um die ganzen Geburtstage, behält die im Kopf? Wer kümmert sich um die ganzen Geburtstagskarten? Aber irgendwie kriegen wir das schon hin und das Gute ist ja, als hessische Bundestagsabgeordnete der Linke bleibst du uns erhalten und wir kämpfen weiter für Frieden, Demokratie und Sozialismus. Alles, alles Gute. Hi Janine, alles Gute. Und so als ehemaliger Landesvorsitzender weiß ich, dass das alte Parteimotto »Schlimmer geht immer« auch durchbrochen werden kann. Hey Janine, ja, ich finde es auch total schade, dass du weg bist. Vor allem finde ich schade, weil wir es in den letzten 2 Jahren nicht hinbekommen haben, unsere Kleidertauschbörse mal hinzubekommen. Aber ich habe es noch im Kopf und ich komme nach Berlin mit meinem Kleiderschrank und dann machen wir das Ding noch, ja? Tschüss, alles Gute. Hallo Janine. Und bekannterweise von mir auch alles Gute, eine schöne Zeit in Berlin, viel Durchsetzungskraft und ich bin mir sicher, du wirst auch da eine der besten Rednerinnen werden. Ja, tschüss Janine. Ja, jetzt müssen wir irgendwie ohne dich zurechtkommen, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Vergiss uns nicht und komm uns oft mal besuchen. Na liebe Janine, wir lassen dich ungern gehen, aber du weißt, die Partei braucht dich und wer, wenn nicht du, kann es schaffen mit dieser Partei. Viel Kraft, viel Energie und viel Rosa Luxemburg wünsche ich dir. Hey Janine, ich glaube, außer dir ist im Moment niemand da, der das wirklich rocken kann und deshalb lassen wir dich mit einem lachenden, einem weinenden Auge gehen. Aber ich mache mir tatsächlich Sorgen darum, wer zukünftig als PGF an deiner Seite sein wird. Ich habe dir was mitgebracht, das, was man dir sonst immer hinterher tragen muss. Vielleicht schicken wir dir das in der Anfangszeit immer noch zu, aber du wirst auch da sicherlich eine tolle Lösung finden. Alles Gute, mach's gut und du wirst uns sicherlich fehlen. Janine, ich werde dich hier vermissen, vor allem deinen Witz. Mach's gut, alles, alles Gute in Berlin. Janine, wirklich alles Gute in Berlin, viel Kraft und behalte immer ein fröhliches Herz.